Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Grüne Woche Spezial. Wir berichten hier täglich aus der Halle 3.2 vom Erlebnisbauernhof, von der weltgrößten Messe für Ernährung und Landwirtschaft. Im Mittelpunkt der heutigen Sendung stehen Lebensmittelsicherheit, die Bedeutung der Bienen. Und meine Kollegin Ina Buchholz ist natürlich auch wieder in den Hallen auf Entdeckungstour für Sie unterwegs. Und wir haben wieder Spitzenküche dafür zuständig. Felicitas Teen hier an meiner Seite. Felicitas, hallo. Was zauberst du heute für uns? Ich mache heute etwas Marokkanisches. Und zwar ist im nächsten Jahr das Partnerland ja Marokko. Und ich dachte deswegen in Anlehnung daran, mache ich mal etwas Marokkanisches. Es gibt einen Couscous mit gebratenen Lammsteaks und einem Gurkenschaum. Klingt fancy, ist aber nicht. Also ganz einfach nachzukochen. Aber ist natürlich auch orientalisch. Ne? Genau. Mit Marokko verbindet man ja nun auch nicht so das ganz Normale. Genau, es gibt orientalische Gewürze. Wir haben Zimt, wir haben Kreuzkümmel und natürlich Knoblauch und naja, schauen wir mal, was alles wird. Gut, und liebe Zuschauer, dafür braucht es besondere Lebensmittel und dass die Lebensmittel, die bei uns auf dem Teller landen, auch gute sind und keine Krankheiten verursachen, daran liegt uns natürlich sehr und unser Anwalt ist da das Bundesinstitut für Risikobewertung. Bei mir sitzt jetzt hier der Präsident, Professor Andreas Hensel. Erstmal schön, dass Sie da sind, Herr Hensel. Ja, schönen guten Tag. Herr Hensel, was ich mich frage, ist, wie oft werden Sie eigentlich von den Medien getrieben? Denn dass Artikel erscheinen, in denen bestimmte Dinge konstatiert werden, wie zum Beispiel, dass Bio immer gesund ist, dass jede Zusatzstoffe schlecht sind, Krebs erzeugen etc. Wie reagieren Sie darauf? Wie schwer ist das, auch darauf zu reagieren? Lebensmittel geht jeden an. Wir können Lebensmittel nicht vermeiden, wir müssen jeden Tag essen und deshalb ist die Aufmerksamkeit groß. Und das wissen auch die Medien. Das wissen nicht nur die Medien, das wissen auch Parteien, nicht Regierungsorganisationen. Und darum ist es auch erklärlich, warum diese Fragen, was ist sicher, was kann man noch essen, nicht nur jeden angeht, sondern auch jeden interessiert. Und wir müssen nun einfach damit umgehen, weil die Kommunikation von Lebensmittel und Lebensmittelsicherheit manchmal eben gar nicht um eine wissenschaftliche Frage dreht, sondern eher um die Konstruktion dieser wissenschaftlichen Frage. Also wie nimmt man das denn wahr? Wie relevant ist das für mich als Verbraucher? Also so wird viel mehr gedacht als das, was ist denn tatsächlich wahr an dieser Nachricht, über die man gerade diskutiert. Ist es denn so, dass Sie dann auch sofort da drauf springen müssen? Per se, also wenn jetzt zum Beispiel in einem Artikel steht, dass Pflanzenschutzmittel gefährlich sind für unsere Nahrung. Nein, so ist es nicht. Also wir sind keine Oberschiedsrichter. Das Bundesinstitut für Risikobewertung ist im Zuge der BSI-Krise gegründet worden und man hatte damals im Parlament die Überlegung, dass man eine wissenschaftliche Behörde entwickelt, die die Politik berät. Und das tun wir, wir beraten die Bundesregierung, auch die Bundesländer. Und wir bewerten nicht die Kommunikation von anderen, sondern sie würden ja auch, so wie ich das auch erwarten würde, von der Bundesregierung erwarten, dass sie wissensbasiert handelt und nicht aufgrund von Zuruf oder aufgrund von Emotionen. Und deshalb ist unser Institut dafür gemacht, auch selbst in kürzerer Zeit in Krisen Politiker handlungsfähig zu halten. Wir machen aber, und das muss man dazu sagen, und deshalb sitze ich wahrscheinlich ja mit Ihnen hier heute, auch Forschung zu Fragen der Risikokommunikation. Also wie nimmt ein Verbraucher denn das überhaupt wahr? Also insofern ist die Frage danach, wie springen wir auf, wie antworten wir, interessant und wichtig, weil die meisten Menschen sterben nicht an den Dingen, vor denen sie sich fürchten. Ja, also Aufklärung ganz, ganz wichtig. Das bieten Sie aber auch vorbildlich auf Ihrer Webseite, wie ich finde. Da kann man als Verbraucher wirklich konkrete Fragen stellen, die dann dort auch beantwortet werden. Wie ist denn da Ihre Erfahrung? Also inwieweit melden sich da die Menschen und was brennt denn besonders auf den Nägeln? Nun, wir sind nicht extra dafür gemacht worden, jetzt mit dem Verbraucher zu kommunizieren. Aber es gibt eben auch viele andere Einrichtungen, die das tun, auch von staatlicher Seite, Verbraucherschutzzentralen. Also unsere Rolle ist eher für die Multiplikatoren. Wir haben uns aber nur gedacht, wenn schon dann mal einer zu uns kommt, dann soll er auch das finden, was ihn fragt. Wir haben relativ viele Zulauf auf unserer Webseite, weil egal zu welchem Thema, sei es Dioxin oder Salmonellen oder Pflanzenschutzmittelrückstände, da können Sie sehr viel erfahren. Und als staatliche Einrichtung versucht man eben so neutral wie möglich, so unparteiisch wie möglich, also sich zu den Themen zu äußern. Sie bewerten die Lebensmittel. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie läuft sowas ab? Nach was für Kriterien? Wonach suchen Sie da? Ja, also wir bewerten keine Lebensmittel. Also sonst würde ja jeder sagen, warum bewertest du nicht das, was ich am liebsten mag? Nein, es geht um Fragestellungen, die wissenschaftlich nicht geklärt sind.
Ja, wenn Sie zum Beispiel die Energy Drinks nehmen, die wir jetzt im Moment heute und in den letzten Tagen diskutiert haben, in Kombination mit Alkohol, in Kombination mit Koffein, da muss man schon sich überlegen, ab wann hört es denn dann auf mit den Konzentrationen an Koffein? Wann wird das denn gesundheitsschädlich? Gibt es Menschen, die da sterben? Also die Zweieinigkeit ist nicht nur, dass etwas gefährlich ist, das ist wie ein Hai ist gefährlich, aber um gefressen zu werden, müssen sie auch schwimmen können. Und so ähnlich ist bei uns auch. Wir beschäftigen uns zwar mit den Bakterien, den Viren oder auch mit Stoffen, unerwünschten Stoffen in der Nahrung, aber wir schauen auch, ob der Deutsche auch Zugang hat zu diesen Stoffen und in welchem Ausmaß. Und daraus errechnet sich sozusagen dann die Giftigkeit, wenn man das überhaupt so einfach ausdrücken kann, oder die Eingriffsschwelle für den Staat. Ist es denn so, dass in dem Moment da ein neues Produkt, also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal einen Energy Drink, auf den Markt kommt und auch ja, ein Trend abdeckt, das heißt viel konsumiert wird, dass Sie dann automatisch in die Spur gehen, um das zu untersuchen? Ja, ein großes Missverständnis, was Sie da ansprechen. Man sollte meinen, dass alles, was als Produkt auf den Markt kommt, geprüft ist. Das Gegenteil ist der Fall. Also die wenigsten Dinge, die auf den Markt kommen, sind nicht geprüft. Das liegt aber daran, weil wir seit etwa 15 Jahren in der Europäischen Gemeinschaft ein anderes System haben. Also früher gab es ja die Veterinär- und Sanitätspolizei, die hat dann geguckt, ob das Schnitzel auch verkehrsfähig ist. Heutzutage hat sich das gedreht. Heute sagt der Staat, wir delegieren das an die Hersteller und an die Importeure. Also wenn etwas hineinkommt nach Deutschland oder verkauft wird in Deutschland, ist für die Sicherheit der Hersteller zuständig. Also der muss sicherstellen, dass da niemand krank wird. Und das prüft der Staat. Also es ist im Grunde die Kontrolle der Eigenkontrolle, die der Staat heute einnimmt. Ja, insofern kann man sich das zwar wünschen, dass alles sicher ist, aber eine Garantie bekommen Sie durch den Hersteller und eben nicht durch den Staat. Aber wie schätzen Sie das denn ein, wenn ich jetzt mal so ganz pauschal frage, wie sicher sind denn die Lebensmittel, die hier angeboten werden? Ja, das ist immer so die Vergleichsfrage, nicht? Also alle 20 Jahre kann man das mal fragen, hat sich was getan? Ich würde sagen, Lebensmittel, auch wenn das die meisten verwundern würde, sind per se ja nicht sicher. Ja, ich kann das gleich noch erläutern, aber was wir sicher sagen können, ist, dass wir Lebensmittel sicherer machen. Also wir haben, wenn man das vergleicht zu vielleicht 20 Jahren, 50 Jahren vorher, waren Lebensmittel nie so sicher wie heute. Ja, weil sie einfach besser kontrolliert werden, weil die Hersteller Eigenkontrollsysteme haben, die heutzutage greifen, weil die Handelsketten auch sich da einmischen, weil es viele analytische Standards gibt, die Kontrollen sind dicht. Also ich würde sagen, man kann eigentlich doch zufrieden sein mit so einer Struktur, die wir hier in Deutschland haben. Herr Professor Hensel, wie beeinflusst Sie es eigentlich persönlich, dass Sie das tun, was Sie tun, was Ihr Essensverhalten angeht? Ja, man sieht ja, ich bin ganz wohl genährt und das hat gute Gründe, weil ich esse gerne. Ich esse auch gerne Dinge, die mir schmecken. Und ich glaube, das ist eben das, was die Nachricht, die man machen kann. Ich sehe deshalb so aus, weil meine Eltern auch so aussehen. Ja, das ist schon so, da kann man wenig dran machen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es schon wichtig ist, dass man genau gezielt schaut, dass man sich eben so ernährt, dass man sich balanciert. Es gibt kein gesundes Essen, es gibt nur Diäten, die passen oder nicht passen. Ja, insofern ist es für mich immer wichtig, dass ich Dinge esse, die mir schmecken. Und ich glaube, dass es wichtig ist, auch an der Zeit mal zu sagen, dass man sich nicht so sehr Gedanken darüber machen sollte, wie Essen schädlich ist, sondern was einem gut tut. Das heißt, Sie müssen nicht erstmal alles unter das Mikroskop legen, bevor es auf Ihren Teller kommt. Unbedingt nicht, ja, weil das ist ja sicher, das Essen. Also insofern geht es um Qualität, es geht ums Schmecken. Und ich glaube, da haben wir alle das richtige Instrumentarium. Wir können riechen, wir können fühlen, wir können schmecken. Und mit Verlaub, die meisten Leute wissen auch, was ihnen schmeckt. Ja, und das führt man sich dann auch zu. Super, ich denke mal, man kann nicht besser so ein Gespräch enden. Und da sind wir auch wieder bei Ihrer Maxime, ja, dass man das alles sicher ist, wovon man sich nicht fürchten muss. Ja. Wunderbar, Professor Hensel, danke für den Einblick, den Sie uns gegeben haben. Und liebe Zuschauer, informativ geht es jetzt bei uns weiter. Ina Buchholz hat sich nämlich mal ein Schweine- und Kuhmobil angesehen. Was sich genau dahinter verbirgt, das können Sie jetzt sehen. Ja, liebe Zuschauer, wir sind jetzt in einem Kuhmobil und dass es sich dabei nicht um einen Campingwagen für Kühe handelt, das erklärt uns jetzt Bianca Lind, denn das ist was? Das Kuhmobil ist ein, ich sag mal, Anschauungsobjekt, womit wir den Rinderstall also in die Stadt zum Verbraucher auf den Dorfplatz, auf den Marktplatz bringen möchten und einfach mal zeigen möchten, wie moderne Rinderhaltung und Milcherzeugung funktioniert. Da haben wir hier schon eine Station hinter uns. Was ist das?
Das ist ein Melkstand, also beziehungsweise ein Element aus dem Melkstand, wo man sehen kann, wie eine Kuh gemolken wird. Also die werden klassischerweise heutzutage in einen Melkstand geführt. Die werden fixiert, damit sie nicht weglaufen können. Und dann muss man heutzutage nicht mehr mit der Hand melken, sondern man hat Melkzeuge, wo dann mit einem Unterdrucksystem die Milch quasi entspannt abgesaugt wird bei der Kuh und dementsprechend gesammelt werden kann. Und da sind die sehr glücklich und zufrieden mit. Jetzt stehen wir hier auch auf so merkwürdigen Gummimatten mit Rillen drin. Also das ist ein neues System oder neuer. Es ist so, dass wir entweder Spaltenböden in den Boxen, Laufstellen haben, wo die Tiere sich frei bewegen können. Und das dient dazu, dass einfach sie abkoten können und das dann durch die Schlitze sozusagen durchfällt, dass sie also nicht in ihrem eigenen Mist herumlaufen. Und das ist eine Variante, wo man einfach Gummimatten dann nochmal auf die Spalten auflegen kann. Und dann ist es einfach komfortabler, ein bisschen weicher, dann sind es ein bisschen trittsicherer und da fühlen die Kühe sich sehr wohl drauf. Ganz wichtig ist es immer, dass die Kühe sich ablegen können, also sie sollen sich frei bewegen können im Stall, sie sollen entscheiden, wann fresse ich, wann lege ich mich ab, dann, wenn sie es freiwillig entscheiden können, wann melke ich. Und da wollten wir hier einfach mal eine Variante zeigen, um zu zeigen, es wird abgetrennt, damit die Kühe einfach Ruhe haben, nicht von ihren anderen Artgenossinnen gestört werden und in der Variante, dass sie gut auf- und ablegen können und dass sie sich wirklich entspannen können und ruhen können. Und offensichtlich mögen Kühe auch Bürsten, das habe ich hier schon so oft gesehen. Kühe lieben Bürsten, das ist einfach so, man muss sich das so vorstellen, die gehen ja nicht wie wir jeden Tag duschen und haben natürlich ein Fell und wenn sie dann zum Beispiel am Futtertisch stehen und Futter wirbelt auf oder man hat auch Strohvarianten in den Boxen, dann ist man natürlich, ist die Kuh auch nicht immer so ganz sauber und dann genießt sie das natürlich unendlich, zu dieser Kuhbürste zu gehen und sich einfach mal so abrubbeln zu lassen und das kann man wirklich, wenn man da sich mal daneben stellt und zuschaut, da entspannt man selber dabei. Also auch Kühe lieben Massagen. Kühe lieben ganz viele Sachen und Massagen gehören dazu, ja. Was ist denn eigentlich der Hintergrund? Warum zeigen Sie dieses Kuhmobil? Warum fahren Sie damit durch die Lande? Haben die Leute falsche Vorstellungen? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob falsche Vorstellungen, aber natürlich werden viele Bilder transportiert, wo man, ich sag mal, also eine Art Heidi-Landwirtschaft hat, wo man einfach, oder wo suggeriert wird, die Kuh steht den ganzen Tag auf der Weide, das geht ihr besonders gut damit und Stallhaltung ist einfach, ich sag mal, eine schlechte Variante. Und wir möchten einfach zeigen, dass der Standard in Deutschland einfach so ist, dass wir eine Stallhaltung haben mit Boxenlaufstellen, das heißt, die Tiere können sich frei bewegen, können frei entscheiden, was sie wann machen und haben da viel Bewegung, viel frische Luft, viel Auslauf. Vielfach haben sie auch Zugang zur Weide für begrenzte Stunden oder aber einfach auch in den Jahreszeiten, wo es möglich ist. Und das möchten wir ja hiermit einfach demonstrieren, dass das die Standardhaltung ist und dass die einfach auch gut ist, der Kuh gut tut und auch nichts Böses und nichts Schlimmes ist. Und das möchten wir zeigen und das ist uns sehr wichtig, dass da auch jeder dann weiß, wie funktioniert es. Ja, und schon sind wir vom Kuhmobil zum Schweinemobil gekommen und hier ist Philipp Lammers, der uns erklären kann, wie denn heutzutage ein Schweinestall aussieht. Ja, im Prinzip sieht das genauso aus, wie es hier dargestellt ist im Schweinemobil. Nur der Maßstab ist etwas anders, wie man im Hintergrund vielleicht sehen kann. Hier sind jetzt 5 Tiere aufgestellt, was auch aus Messegründen, eigentlich könnten hier 8 bis 9 Tiere gehalten werden. Aber theoretisch kann der Stall halt genauso übernommen werden in der richtigen Schweinezucht, wie jetzt hier steht. Ja, hier im Hintergrund kann man den Futterautomaten sehen mit Tränkenippeln unten rechts und links am Rand. Ein sogenannter Breiautomat, da können die sich das Futter quasi auch zusammen matschen, sage ich jetzt mal. Wo die dann selbstständig unten das Futter rauswühlen können, um auch so ein bisschen den Futtersuchtrieb, sage ich mal, so ein bisschen zu unterstützen. Haben wir da hinten noch so eine Wippe mit Spielzeug dran oder was ist das? Ja genau, das ist schon richtig erkannt. Das ist halt Spielzeug als Beschäftigungsmaterial, damit die Tiere halt auch ihre natürlichen Triebe so ein bisschen ausleben können. Genauso mit der Heuraufe rechts in der Ecke, das auch zur Raufutteraufnahme und Rohfaseraufnahme, um auch die Sättigung so ein bisschen beizutragen. Dass sie, also satte Tiere sind immer glücklich und zufrieden und ruhig auch. Nochmal eine ganz andere Sache. Immer wenn ich hier vorbeikomme, Herr Lammers, schlafen die. Was ist denn hier los? Ja, die sind halt sehr zufrieden, kann man so sagen. Also die sind wirklich glücklich, dass sie hier sein können, könnte man so sehen. Vielen Dank, Ina. Sie leisten einen wichtigen Beitrag für den Erhalt einer artenreichen Natur, die Bienen und die Imker. Wie eine zeitgemäße Bienenzucht aussehen soll, das erfahren wir gleich vom Präsidenten des Deutschen Imkerbundes, Peter Maske. Also bleiben Sie dran beim Grüne Woche Spezial.